Willkommen zurück zu Rage 2. Ich bin euer Firobo. Ja, ich will nach hinten schießen. Stell dir vor, Spiel. Ich weiß sogar auf die Typen, die auf mich schießen. Das klingt komisch. Könntest du vielleicht auch mal das Auto anzuvisieren, um die bei den Typen, der auf dem Spoiler anzuvisieren? Ich bin ganz Ohr. Boah. Technik machen wir heute schon strich, ne? Warum? Da geht dieser Scheißwagen nicht mal kaputt. Das hier. LOL! Jetzt wollte die Granaten Baseballschläger schlagen. LOL. Wie cool. Ein bisschen Schrott hier oder was? So, wenn ich jetzt in das Auto einsteige und das ist noch 100% dann lache ich über den anderen Wagen da. Okay, wie fast noch? Toll, wie viel Leben er noch einfach hat. Aua. Wir wollen ja eh erstmal nur jetzt zur nächsten Stadt. Das hätte ich mit der Mission weitermachen können, oder Hauptmission. Sonst hier in der Nähe, ja. Da will ich ja hin. So. Bin ich hier richtig? Neues Fahrzeug freigeschaltet. Kolla Kong Oberer. Okay. Autoteile. Cool, danke. Aha. Ist ja wie ein Sachen zu. Oh, Banditenflyer. Dein Wagen soll blitzend glänzen, dann bring ihn doch heute zum Gerät. Südlich von Gunbarrel. Rabatte und kalte Getränke. Okay. Händler, Autoteile. Autohändler verkaufen Fahrzeugmunition und Autoteile, mit denen du dein Fahrzeug verbessern kannst. Alles gut? Ja, wir haben. Das hier ist Claw and Mechanics. Ich bin Helga. Ich kann mir keine Namen merken, ist mir also egal, wie du heißt. Ah, was haben wir denn da? Autoteile. Abtec, hm? Dieser moderne Scheiß kostet dich extra. Ist nur unnötig komplizierter Schrott. Warum so schlecht drauf? Ich bin ein echter Sonnenstrahl im Vergleich. Wir sehen uns. Okay, mit dir kann ich aber noch nicht so viel anfangen. Okay. Gut, dann hey, du siehst sehr aus. Interesse an Drecksarbeit? Weißt schon, ein paar Köpfe einschlagen, 200 Mutanten zu breiballern. Ich suche nicht nach Arbeit, sondern nach John Marshall. Tja, zufälligerweise sucht er nach erfahrenen Kämpfern. Wir haben ein Mutantenproblem in Gunbarrel. Und es geht erst weiter, wenn das verdammt nochmal gelöst ist. Ah, und wir werden sehen. Natürlich. Wo finde ich ihn? Er ist in der Blindgängerbar. Immer im Blindgänger. Nicht zu verfehlen. Alt, vernarbt, fies, Robo-Bein, Robo-Auge, halb Mensch, halb Ersatzteillager. Bin unterwegs. Alles klar. Ach so, was auch immer dir dieser miese kleine Roboter andrehen will. Probier nicht das Schleimvogel Chimichanga. Außer du willst dir die Seele aus dem Leib kotzen. Lass uns das holen. Handelsstätte. In Handelsstätte findest du viele Arten von Händlern, bei denen du Waren kaufen und verkaufen kannst. Es gibt auch Leute, die dir Infos für bestimmte Orte geben können. Über die Karte kannst du auch per Schnellreise zu Handelsstätten gelangen. Endlich. Ohne Erlaubnis des Marshalls kommt keiner runter in das Drecksloch. Okay.
Du willst im Dreck wühlen? Sprich mit ihm. Wir stehen im wahrsten Sinne bis zu den Knien in der Scheiße. Und ausgerechnet jetzt kommt ein Ranger vorbei, nachdem sie uns jahrelang ignoriert haben. Wovon reden Sie da? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin Sam Wilco und führe die Gunbarrel-Miliz, damit es Marshall nicht tun muss. Ich will sicher nicht meckern, wenn die großen Ranger beschlossen haben, sich nun endlich doch die Hände schmutzig zu machen. Es gibt da ein Problem nördlich von hier. Die Yeoman-Farm wurde überfallen. Und das ist gar nicht gut, weil wir ziemlich viele Nahrungsmittel von dort beziehen. Meine Leute werden alle hier gebraucht, falls die Mutanten wiederkommen. Würden Sie sich der Sache annehmen? Naja, wenn Sie mich so freundlich bitten. Okay. Farm in Not. Ja, auch noch was. Kopfgeld. Schwierigkeitsstufe 4. Verkauf von Fleisch und Erlaubnis. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Okay. Stufe 4. Den Bauch an. Und was haben wir? Stufe 3. Okay. So, Pizza und die Kasse. Ist klar. Händler allgemein. Händler kaufen und verkaufen diverse Gegenstände, noch manchmal aber auch seltene Updates. Wie Nano-Trittverstärker und Waffenkernmods. Wenn das kein glücklicher Kunde ist. Okay. Also bloß nicht schüchtern. Hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin Panzi. Waffenkernmods da. Für 1000. Alles, 880. Bin mir auch nicht so schade, mit Leuten aus Vineland zu Gesundheit, Inflation, Granaten. Du weißt, dass ich aus Vineland komme? Kennt man an deiner Kluft. So eine Uniform tragen nur Ranger. Du gehörst zu Prowling. Und das bedeutet, dass wir handeln können. Gut, dann zeig mal, was du so hast. Bis bald! Bis bald. So, was haben wir jetzt Tolles gekauft? Granaten, Mob können. Sehr schön. Garten können es als hergestellt, es kommt hergestellt werden, okay. Werden geworfen, um Flächenschaden zu versuchen. Ja, das gibt Sinn, okay. Gut, haben wir da wenigstens unsere Granaten ein bisschen verbessert noch. Wie steht's? Hallo, hallo. Wir sehen uns. Aha. Zwillichtorte. Info beschaffen. Warnung. Verseuchte Anlage. An allen Reisenden auf dem Stiernackenstraße. Achtung. Unter keinen Umständen auf diese Straße anhalten. Es wimmelt nur so vor Banditen. Das alte versunkene Parkhaus ist inzwischen ein Gunnerlager und sie töten jeden, der sich nähert. Die Straße sollte gemieden werden. Wenn möglich Verdächtige sollte der Gunbarrel Miliz gemeldet werden. Okay. Ich kenne diesen Blick. Ich hab's in deinem Blick gesehen. Du hast Leute verloren. Du hast schlimme Sachen erlebt. Ich auch. Ich hab mein ganzes Scaver-Team verloren. Alle weg, einfach so. Jetzt sauf ich meinen Kummer weg. Hab zu viel Schiss, was zu unternehmen. Was ist mit deinem Team passiert? Wir haben nach Schrott gesucht. Sind auf ein echt vielversprechendes Schrottfeld nicht weit südlich von hier gestoßen. Haben leider keine Späher geschickt. Scheißgier. Also sind wir runter. Sind aber nicht weit gekommen, da war der Riese schon da. Nach ein paar Sekunden war das halbe Team tot. Zerquetscht wie die Fliegen. Keine Ahnung, wie ich's lebend rausgeschafft habe. Der Riese. Die Scouts nennen ihn Luck die Nuss. Fetter, fieser Mutantenfreak. Hätte ich deine Ausrüstung, würde ich umdrehen und ihn umnieten. Hab ich aber nicht. Okay. Was hast du noch? Ich kann nicht ertragen, dass dieser Riesenmutant noch da draußen rumläuft und tötet. Jemand muss ihn stoppen. Für immer. Justin's Sterz, den wir schon erledigt haben, wäre ja cool gewesen, oder? Na gut, dann gucken wir hier. Kommen wir anstatt dahin. Oh, das soll ich besser nicht runterspringen. Würde ich jetzt mal vermuten. Das ist, glaube ich, nicht gesund. Das ist wahrscheinlich die Bar, von der wir geredet haben. Neu hier? Dann schau dir mal einen. Ich hatte mal richtig Kohle. Einen Handelsposten draußen im Ödland. Lief wie am Schnürchen. Hat meine Familie ernährt. Aber dann kam irgendwann die Goon Squad und hat alles genommen. Getötet.
keinen Mucks gemacht. Ich bin gerannt. Wie ein dreckiger Feigling bin ich gerannt. Hab in letzter Zeit einiges über diese Goons gehört. Die haben ganz klein angefangen. Nichts Beunruhigendes. Aber jetzt sind sie überall. Mit dicken Kanonen und jeder Menge Nachschub. Und sie kennen keine Gnade. Die rekrutieren super aggressiv. Verleiben sich kleine Gruppen ein. Da heißt es mitmachen oder sterben. Da wird nicht lange gefackelt. Du siehst wie einer dieser alten Ranger aus. Es wäre eine Genugtuung, wenn diese Goon-Schweine kriegen würden, was sie verdienen. Aha. Mein alter Handelsposten ist unter einer eingekrachten Brücke. Ich vermisse das sind ganz viele Ziele hier. Jeder Faser meines Körpers. Okay. Ja. Willkommen in der Blindgängerbar, Heimat des Schleimvogel Chimichangas und des besten Zupfschusses im Ödland. Lass die Sorgen draußen und komm hereingetanzt. Guck mal, Patsy, Gesindel. Hallo. Ich bin Rory Success, der berühmte Handelsbaron. Ich bin von Wellspring hergekommen, um Leute für eine gefährliche Mission gegen die Goon Squad anzuheuern. Moment, du gehörst aber nicht zur Goon Squad, oder? Ich gehöre ganz bestimmt nicht zur Goon Squad. Magst du die Goon Squad? Natürlich nicht. Was für ein Schandfleck für die Erde. Sie haben es tatsächlich gewagt, Gas Catress zu übernehmen. Meine Gasraffinerie in den Südhügeln, um Nitro für ihre Kampffahrzeuge herzustellen. Das Nitro gehört mir. Ich weiß, es wäre Selbstmord, sie anzugreifen, aber ich zahle gut, damit du ihnen eine Lektion erteilst. Rory Success lässt sich nicht beklauen. Wie sieht's aus? Eigentlich schlachte ich die Goon Squad gratis ab. Löblich, aber ein schlechtes Geschäft. Hast du diesen Raffineriedieben schon ein paar Manieren da gebracht? Okay, hier, wir können doch besprungen in der Stadt. Warum auch immer. Okay, holy shit. What the fuck? Man kann mal die Angst schon kriegen. Okay. Da darf ich nicht lang. Dann haben wir jetzt ein bisschen was an Aufgaben hier. Minerale Gust. Da haben wir noch. Ich glaube, den Ding haben wir doch schon. Na gut. Läden. Ziele keine. Oh, okay, das ist das einfach das Zeichen, das ist unser Problem. Wir können ja eh schnell Reise hier machen. Dann lass uns doch mal hier mit der Karre fahren. Das ist unser Freund. Ah, cool. Dann würde ich sagen. Lagerkisten, okay. Der Ort verspricht Beute und Ressourcen. Guck mal, ob den noch ein dreckiger Ratten. Ah, lass mal den machen. So. Da hat er extrem viel Boost, der Wagen. Cool. Ah, hier war noch was. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. So. Gott, ich verstehe dich nicht. Ne? Nur Bierflaschen oder was? Ups. Ups. Hoppala. Na, guck mal hier, eine Kiste. Guck mal, ich beklaue es sogar noch. So. Uah, na weg. Ups.
Und das war's schon. Lol. Okay, cool. Und da machen wir uns dann bei ihm beliebt. Sehr schön. Okay. Die waren ja noch gar nicht alle tot. 5 Autoteile. Sehr schön. Hölle mit Schrott und so. Das war's. Zack. Machen wir noch einmal in die Kiste. Zack, zack. Oh, Munitionskiste vielleicht auch nochmal. Ja, ich meine, es ist eine pinke Kiste. Oh, guck mal. Oh, die bringen ja auch richtig viel. Okay, habe ich nichts gesagt. Dann sind die Teile doch cool. Ups, ich habe nicht gesehen. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel sie mir bringen. Die bringen ja ordentlich von Punkten. Holy shit. So, irgendwo muss noch eine Kiste liegen. Nein, Stein will ich noch nicht. Wo ist die Lagerkiste? Die ich noch suche. Zack, zack. Pistol, Munition, Max. So, ist okay. Habt ihr die Kiste vor mir versteckt, hä? Habt ihr sie hingetan? Oben hin oder was? Vielleicht. Ja, vermutlich jetzt ist, wo ich drüber nachdenke. Dass ich hier nirgendwo hoch kann. So richtig. Ich stecke irgendwie fest. Wo ist die Kiste? Der Text aufploppende Texte und so hat das Spiel ein bisschen Probleme mit. Immer noch. Was ja gut, das ist immer noch. Es gab ja gar kein Update oder so. Damit sie es hätten beheben können. Ja, ich wollte das nicht machen. Das war jetzt rein aus Versehen. Hä? Was ist die blöde Kiste? Fehlt mir noch eine, ne? Ja, eine fehlt mir noch. Okay, ich bin so fertig, ich mache alles kaputt. Ist hier irgendwo. Hä? Das ist die verkackte Kiste, Mann. Muss doch hier irgendwo sein. Oh, da. 5 Mal dran vorbeigelaufen, gefühlt. Alles klar. Gut. So, haben wir uns jetzt hier noch. Sprechendes Auto. Das sogar Munition wieder auflädt, scheinbar. Cool. Vor allem machen die Waffen von dem Auto mal Schaden. Das ist ja das Glücklichste eigentlich an der ganzen Sache. So. Ziel erreicht. Fahrzeugkampf. Der Phoenix fährt sich nicht nur prima, er ist auch tödlich. Maß 1 zum Schießen, Q um die Waffen zu wechseln, Q halten um Ausrüstungsrad zu öffnen. Okay.
Hier gibt es dafür auch noch extra Punkte oder so. Quatsch. Oh. Okay. Schade, dass wir nichts aufnehmen können. So, wo war ich jetzt? Ich wollte ja hier hin. Ach guck mal, wir sind sogar hier die Spuren der Verwüstung. Autsch. Warum zeigt mir jetzt eigentlich kein Pixumson, keine Fahrplan, kein GPS mehr. Na, irgendwo hier. Ist das? Was ich suche? Zack. Das Gebäude hier. Komm bald wieder, Walker. Na, wie ist das? Wo kommt ihr alle her? Dürft ihr das mal lieber erfahren? Ist ja unglaublich, wie viele von euch hier sind. Ist noch einer. So. Noch mehr Geld, aber wer hier farmt, ist, wird belohnt. Was haben wir hier? Lagerkisten nur. Scheinbar. Okay. So. Holy shit. Das war strange. Da hätte ich auch hochgekonnt. Okay. Ort abgeschlossen. Was denn, den ich hatte? Ja. Fand ich jetzt zwar nicht so krass viel. An Loot, muss ich sagen. Aber gut. Wenn das Spiel das meint, das war geil. Dann soll es halt geil gewesen sein. Ich kann auf jeden Fall gut hier durch. Ich hab dann noch ein bisschen Kanten hängen. So, welche kaputten Gebäude, wo wir gar nichts machen können. Aber Angst ist noch gefallen. Die Virensysteme. So. Und dann machen wir den noch heute. Würde ich sagen. Wir sind da. Okay. Viel Glück da draußen.
So ein, zwei Mutanten töten. Schon sind die Leute hier glücklich. Ernsthaft? Das war's. Wow, das war echt lame. Und man hätte ausgedrückt. Gut, jetzt haben wir nur noch so hier. Hier haben wir noch ein Kopfgeld. Aktiviere Systeme. So. Dann aktivieren wir Systeme und holen uns das nächste Kopfgeld. Wenn die so einfach sind, dann ja, waschen die wir eben durch. Noch in der Folge. So. Dann ignoriere ich einfach mal. Ich habe ein bisschen Matsch an der Haube hängen. Kann da mal jemand helfen? So. Die Musik ist auch sehr laut. Muss ich einfach mal sagen. Audioeinstellungen. Musik-Lochstadt machen wir einfach mal ein bisschen runter. Ziel erreicht. Quatsch. Dann steigen wir halt mal aus. Leite Standby-Modus ein. Da ist auch nur komische Mutanten-Töten hier. Komm hier. Drauf ist noch einer. Boom. Okay. Na, wenigstens hat die mir so ein bisschen Geld. Das kann, glaube ich, noch ganz gut gebrauchen. Und ansonsten, oh, hier haben wir noch ein Ziel. Da haben wir sogar schon zwei Kisten von gemacht. Okay. Ach, das war, ja, genau, das war ja. Das war ja die dingste Mission. Die Sprungchance war das, ja. Nicht die Mission, das war die Sprungchance. Ah, schon unten Meteorit direkt nebeneinander. Und da war noch ein bisschen was. Das sind wahrscheinlich die Orte, die von denen erzählt wurden. Und hier haben wir noch ein paar. Mission jetzt. Das, ach, das ist der komische böse. Systeme. Ja, wie heißt jetzt? Böse Mutant. Und, die anderen sind tot. Ja, ich ignoriere die einfach mal. Ja, ups, was? Ich bin schon. Okay. Da muss ich schon, ups. Ich will nicht da runterfallen. Ach, hier. Ja, hier waren wir auch schon gewesen. Hallo? Wir sind da. Viel Glück da draußen. Hallo? Halt so. So. Das war jetzt auch nichts Besonderes. Muss man ja mal sagen. Ah, komm, müssen wir die mitnehmen. Das sind echt viele Aufgaben, muss man einfach mal sagen. Ja, mach einfach mal sieben komische Typen fertig. Denkst du einfach so, ja, alles klar. Und dann denkst du so, oh. War jetzt aber nichts Besonderes da. Da auch noch ein Lager.
Okay, die Missionen scheinen sehr vielseitig zu sein. Machen wir mal Schnellreise. Gucken wir uns mal die Schnellreise an. Okay, es ging echt fix. Komm bald wieder, Walker. So, hier kann ich dann mein Auto reparieren. Rein oder raus? Kein Palaver bitte. Sag mir einfach, was deine Karre braucht. Da was? Munition. Eingabe kaufe ich 10. Kaufe ich 500. Was kosten die denn? 1 Dollar. Pro Schuss. Ja, okay, brauchen wir erstmal nix. Habe ich eigentlich die Kanonen? Oder doch gefragt? Wir sehen uns. Ich kann sie ja auswählen, so scheinbar ein bisschen. Was ist mit dir? Hey, du siehst zäh aus. Interesse an Drecksarbeit? Weißt schon, ein paar Köpfe einschlagen, 200 Mutanten zu breiballern. Ja. Ich suche nicht nach Arbeit, sondern nach John Marshall. Tja, zufälligerweise sucht er nach erfahrenen Kämpfern. Wir haben einen Mutanten. Und? Okay. Wieder unter Kontrolle? Muss los. Oh, sogar. Okay, Jobboard ist immer voll. Die Chance. Wenn das kein glücklicher Kunde ja. ist. Ja, ich würde doch gerne bei dir. Wunderbar. Ist das Sturmgewehr-Munition? Okay, die Upgrades hätte ich lieber gerne. Was hast du hier noch? Waffenkernmotor, die hätte ich auch gerne. Habe ich 12 Stück? Kostet 1000. Ah, ne, die hat 12 Stück auf Lager. Ich habe Besitz 0. Okay. Und das noch Upgrades für Gesundheitsinfusion und dafür dann nochmal hier kaufen und kaufen. Mechanische Komponenten verkaufen. Ich glaube bestimmt jede Menge Schrott, oder? So. Bis bald! Bin ich jetzt wieder flüssig? Komm zurück bei Punchy! Nein, das ist wirklich schade. Okay. Wir sehen uns! Aber wir haben Mods gekauft. Nochmal Gesundheitsinfusion. Erhöht die Gesundheitsgeneration 25%. Oh, ist ja schön. Da können wir uns auch so langsam durchkämpfen. So Risswaffendinger. Da brauche ich auch noch ein paar. Vor allem beim Sturmgewehr. Wäre es ganz schön cool. Ah, Sturmgewehr können wir noch ein bisschen upgraden. So. Zack, und dafür uns leider die Punkte dafür. Aber, ja. Oh. Passt. Projekte. Muss man mit dem Typen mal reden. So, können wir hier eigentlich mal... Ah! Sicherungsmodus. Druckwelle. Lenkraketen. Dafür brauchen wir die Teile. Schleudersitz. Ah, dann kann ich... Oh, lol. Wir haben einen Wagen. Verstärkte Chassis. Hört den Schaden. 20mm Kanone. Was ist das? Also nochmal Fahrzeug hören und Mörser. Dafür haben wir nicht genug Punkte. Dafür leider auch nicht. Aber für die Lenkraketen hätten wir genug Punkte. Ich will die Lenkraketen haben. Für den Rest haben wir da nicht genug Punkte. Schade. Aber gut, alles klar. So, hier haben wir auch noch nicht genug Punkte, weil... Ne, okay, also die ganzen Sachen schalte ich frei durch die Arschen und den Upgrade-Tools dann mit den Punkten hier. Okay. Verstehe. Verstehe. Lux, das ist einfach nur das unsere Karte. Okay, gut, damit sagen wir, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann reden wir mit dem Typen und machen vielleicht hier noch ein paar ja, Kopfgeldaufgaben und so weiter. Dass wir hier so langsam durch die ganzen Gebiete kommen. Wie viel haben wir denn eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück scheinbar gibt's. Ja, und wir haben jetzt, sag ich mal, gefühlt schon eins fertig. Gefühlt, sage ich schon mal. Gut, dann sehen wir uns da wieder. Also, haut rein. Ciao, ciao. I can't breathe, cause you push me back. I should have stayed away from you. It feels like I'm being attacked. I don't know what I'm gonna do. You're trying to improve me. Why you do that to me? I don't wanna be with you. Don't tell me that you're sorry. All you do is bother me. Don't know what I'm gonna do. I wanna run away every time when you're with me. You want me to stay just because you need me. I wanna run away every time when you're with me. You want me to stay just because you need me.
Saying goodbye.